In Hansestad Bremen valt altijd iets te beleven. Van de historische snor tot moderne wijken vol unieke winkels en gezellige uitgaansgelegenheden. Onze local vertelt je graag hoe hij het ondernemen in Bremen ervaart. Mijn naam is Johan, 35 jaar oud, lebe seit über 15 Jahren in Bremen. Ik heb Nork gegründet, samen met mijn Schwester en een besten Freund. Das Besondere an Korn ist, dass es eigentlich niemand trinken will. Tatsächlich ist Korn bekannt dafür, ein eher sehr billiger und sehr schlechter Schnaps zu sein. Und wir wollen zeigen, dass man halt auch guten Korn machen kann. Das ganze Thema Design und Marke war halt auch super wichtig für uns. Wir werden die Druckerei sehen, wo wir die Etiketten drucken auf uralten Letterpress-Maschinen. Das ist unser Nork Original. In 2019 sind dann auf Liköre gekommen. Dann haben wir jetzt letztes Jahr unser Nork Derbe gemacht. Wir könnten viele spannende Drinks machen, noch heute hier. Wenn ihr Nork raucht, dann kommt am besten nach Bremen. Hier kriegt ihr es fast an jeder Ecke. Also wenn man nach Bremen kommt, wir haben in der Altstadt so viele schöne alte Sachen. Wir haben das Rathaus, was wunderschön ist, mit dem Ratskeller, wo man sehr gut Wein trinken kann. Das ist einer der größten Weinkeller in der ganzen Region mit Jahrhunderten Tradition. Wir haben das Schnurr, was die Alt-Altstadt ist, mit ganz kleinen alten Häusern, ganz kleinen Gassen, da passen gar keine Autos durch. Osterdeich, das ist ein Ort, hier gibt es Kultur, hier gibt es Clubs, sehr viel Gastronomie, Bars, Kneipen, Restaurants. Wenn ich mich entscheiden müsste, dass man ein Ding getan haben muss, wenn man nach Bremen kommt, muss man Rollo essen. Eine wilde Mischung aus Döner, Pizza, türkischer Pizza. Das ist ein kulinarisches Highlight, was man unbedingt gesehen und probiert haben muss. Bremen in einem Satz zu beschreiben, fällt mir super schwer. Da würde ich am Ende pathetisch werden und das passt wiederum gar nicht zu Bremen.